Hi, hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung der Quest von gestern. In Ordnung, sag mir, was du willst. Steve will also, dass du das Teleskop benutzt, um herauszufinden, wer die Löcher auf seinem Feld gräbt. Das ist vollkommen irrsinnig. Aber ich möchte dir helfen. Ich bin sehr beschäftigt, weil ich den Himmel beobachte. Einigen Berichten zufolge gibt es nämlich mysteriöse Lichtphänomene. Aber bisher habe ich noch keine entdeckt. Ich war damit so beschäftigt, dass ich nicht einmal Zeit zum Essen hatte. Pass auf, wenn du zu Claire in Veldale reitest und mir ein paar Cupcakes besorgst, darfst du das Teleskop benutzen, während ich esse. Hi Saga, schön dich wiederzusehen. Oh, du willst ein paar Cupcakes für Mario holen? Er ist so von den Sternen fasziniert, dass er ständig das Essen vergisst. Bring diese Cupcakes bitte zu Mario im Observatorium. Bis bald. Mich nervt, dass ich dahin laufen muss. Ich möchte einen Anhänger haben. Hier ist eigentlich noch einer, aber den habe ich nicht freigeschaltet. Unglaublich, du bist ein Engel, lecker, lecker. Während ich esse, kannst du das Teleskop benutzen. Ich habe es für dich eingestellt, sodass du es sofort benutzen kannst. Ich hoffe, dass du herausfindest, wo die Löcher herkommen. Hätte den Schnee ausmachen sollen. Okay, man sieht es trotzdem. Schon fertig? Was hast du gesehen? Oh, Streifenhörnchen! Es wird nicht einfach, sie loszuwerden. Sie sind eine richtige Plage, habe ich gehört. Sie graben wie Bulldozer und haben eine Menge archäologisch wichtige Orte zerstört. Du musst zu Steve zurückhören und ihm sagen, dass du die Gräber entlarvt hast. Ich werde jetzt weiter den Himmel nach Unerklärlichem absuchen. Du stellst Steve schöne Grüße und viel Glück mit den Streifenhörnchen. Oh. Doch, da fahre ich jetzt aber hin. Welch Unheil, Streifenhörnchen! Erst Mäuse und jetzt Streifenhörnchen. Die Löcher in mein Feld graben und eine Bedrohung für die Saat und Menschen und Pferde sind. Sie sind sehr schlaue kleine Kreaturen und sehr scheu. Du musstest sogar ein Teleskop benutzen, um sie zu Gesicht bekommen. Der Tierarzt in Silverglade hat vielleicht ein paar nützliche Tipps dazu. Ich will ihnen nicht wehtun, weil sie so süß sind. Aber ich muss auf jeden Fall loswerden. Reite zum Tierarzt und frag nach Tipps. Hallo Saga, Streifenhörnchen, da würde ich gerne helfen. Ich glaube, dass man mit den Streifenhörnchen Freundschaft schließen sollte. Ja, freunde dich mit ihnen an. Sie lieben Kohl. Wenn du Kohl in die Löcher steckst, werden sie dich garantiert ins Herz schließen. Danach kannst du einen Ort errichten, an dem sie graben dürfen. Dann kannst du Schilder aufstellen, um die Leute vor den Löchern zu warnen. Wenn du den Streifenhörnchen ab und zu etwas Kohl zu essen gibst, bleiben sie auch dort. Sie baden auch sehr gerne, weil sie sich vom Graben so schmutzig machen. Sagt das Steve. Mit den Streifenhörnchen anfreunden? Ich habe schon viel gehört, aber wenn du meinst, dann versuch's mal. Wir haben uns ja auch immerhin mit den Mäusen angefreundet. Das wird ja langsam ein richtiger Zoo. Ich glaube, wir gehen einmal übernachten. Das kriegen wir noch rein von der Zeit. Wo kann man hier übernachten?
Weißt du was? Die Kohlladung ist hier. Nimm diesen Kohl und fülle damit die Löcher, so wie die Tierärztin es beschrieben hat. Wir werden sehen, was dann passiert. Ach, da muss ich den Schnee wegmachen, sonst sehe ich nämlich die Löcher nicht. Sie sind fröhlich aus ihren Löchern gesprungen? Toll! Was hältst du davon, sie hinter der Scheune wohnen zu lassen? Vielleicht in der Ecke, wo die alte Mauer ist und die Rennen starten? Da müssten wir nicht immer so weit laufen, um sie zu füttern. Nimm diese Schilder und stell sie hier auf, damit sich niemand beim Reiten verletzt. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendein Tourist nochmal stecken bleibt. Warte, wo? Ich bin ehrlich, ich hatte bis gerade keine Ahnung, wo die Streifenhörnchen sind, seit das Remake gemacht wurde. Gut gemacht, Saga. Hier haben wir ein neues Zuhause für unsere kleinen Freunde. Was sagst du? Du findest, wir sollten ihnen eine Badewanne geben? Ah, die Tierärztin hatte also gesagt, dass sie sich gerne baden, weil sie beim Buddeln so dreckig werden. Das hört sich gut an. Barney vom Silo hat ein paar alte Tröge. Ich bin mir sicher, dass er uns helfen kann. Barney ist meistens vorm Silo, das östlich von hier liegt. Oh, aber das weißt du, weil du ihn ja schon mal getroffen hast. Mein Ohr juckt. Einen alten Wassertrog? Als Badewanne für Streifenhörnchen? Steve scheint ja jeden Tag verrückter zu werden. Ich glaube, er verwendet mein Getreide für etwas anderes, als damit Vögel zu füttern. Natürlich kannst du einen der alten Tröge haben. Ich glaube, da ist einer hinterm Silo. Wenn du einen findest, der nicht kaputt ist, kannst du ihn gern mitnehmen. Das ist ein toller Trog. Stell ihn einfach hier hin. In das zukünftige Haus der Streifenhörnchen. So, fertig. Nimm den Rest des Kohls und verteile ihn im neuen Zuhause der Streifenhörnchen. Dann werden wir sehen, ob es ihnen dort gefällt. Toll, wie schnell sie hergekommen sind. Ich glaube, sie mögen dich und den Kohl sehr. Ich hoffe, dass sie hier glücklich werden, sodass niemand mehr in ihre Löcher fallen muss. Danke für deine tolle Arbeit. Du kannst zurückkommen und mir dabei helfen, sie zu füttern, wenn du willst. Damit haben wir Level 14 erreicht und theoretisch eine Daily Frau. Nee, haben wir nicht. Aber wir können das Feld frei reparieren. Cool. Saga, fast hätte ich vergessen, dir zu sagen, dass die alten Löcher der Streifenhörnchen noch aufgefüllt werden müssen. Sie sind zu gefährlich. Nimm diesen Spaten und fülle sie auf. Wenn du zurückkommst, werde ich eine tolle Belohnung für dich haben. Aber es gibt jetzt trotzdem, glaube ich, eine Daily, mit der man die Streifenhörnchen füttern kann. Natürlich muss ich dafür absteigen.
Saga. Kann nicht mehr laufen. Ich kann wieder laufen. Kann wieder. Was soll das? Danke, wir sind vorerst fertig. Wir müssen abwarten, ob weitere mysteriöse, süße Tiere auf meiner Farm auftauchen. Falls ja, weiß ich, wen ich anrufen muss. Vergiss nicht, dir einen schönen Tag in Silverglade zu machen, Saga. Wir haben diese Hose hier bekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.